Männer Staffel 4x400 sehr gut geschlagen, viel besser als in Rom. Und damit geben wir zurück in die Sportreportage. Soweit also Karl Senne vom Schlusstag der Leichtathletik-Europameisterschaften aus Prag. Die zwei noch ausstehenden Entscheidungen, die 1500 Meter und die 4x400 Meter Staffel der Männer, werden wir Ihnen dann im ZDF in Sport am Sonntag zeigen. Zwei Nachrichten. Der 25-jährige Amateurboxer Günther Latten, deutscher Meister im Fliegengewicht, erlag den schweren Kopfverletzungen, die er am späten Freitagabend bei einem Verkehrsunfall erlitten hatte. Eine Meldung aus dem Lager der Boxprofis. Der Berliner Bernd August wurde erneut deutscher Meister im Schwergewicht. Sein Gegner, der 34-jährige Titelverteidiger Kurt Lüdecke, gab beim Titelkampf gestern Abend in Berlin in der zweiten Runde auf. Er hatte den Mittelhandknochen gebrochen. Dieses Missgeschick ist ihm während seiner Laufbahn nun schon zum 8. Mal widerfahren. Zum Schluss die Gewinnzahlen der Auswahlwette 6 aus 45. 7, 8, 10, 14, 31, 41. Das Zusatzspiel 28 und diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Soweit also die Sportreportage. Wenn Sie wollen, dann sehen wir uns wieder nach 21 Uhr in Sport am Sonntag. Dann, wie versprochen, mit der 4x400 Meter Staffel der Männer, die ja noch Chancen auf eine Goldmedaille hat. Das war's. Auf Wiedersehen.